Herzlich willkommen zum Screencast über die Entwickler-VM. Zunächst müssen wir erst einmal die virtuelle Maschine in die VirtualBox importieren. Ganz einfach mit einem Doppelklick. Danach können wir einige Einstellungen vornehmen. Typischerweise werden wir die MAC-Adressen für die Netzwerkkarten immer automatisch zuweisen lassen. Danach können wir auch sofort die virtuelle Maschine importieren. Zum Starten wählen wir unsere neue virtuelle Maschine und klicken einfach auf Starten. Die virtuelle Maschine wird nun hochgefahren, als wäre es ein ganz normaler PC. Die zahlreichen Bootmeldungen sollten uns nicht weiter stören. Nun melden wir uns an mit dem Login-Namen Developer und auch mit dem Passwort Developer. Wir sehen nun den Desktop der virtuellen Maschine. Zuerst schauen wir uns kurz den Webbrowser Firefox an, den mit Sicherheit jeder kennt. Einige Links sind hier schon voreingetragen. Hier sehen wir den lokalen Webserver, unsere lokale CouchDB und das Audience Response System Ars Nova. Schauen wir uns jetzt nochmal den Chromium an. Der bietet genau die gleichen Links. Unseren lokalen Webserver, CouchDB und auch Ars Nova. Auch die Entwicklungsumgebung Eclipse ist auf der virtuellen Maschine enthalten. Sollten nicht alle Tasten richtig belegt sein, kann man die Tastatureinstellung hier ändern. Diesem Skript können die Dateiberechtigungen im Webverzeichnis wieder neu angepasst werden. Mit dem direkt daneben befindlichen Skript kann ein komplettes Backup des Webverzeichnisses angelegt werden. Werfen wir nun noch einen kleinen Blick in unser persönliches Verzeichnis. Wir haben hier zum einen unser Webverzeichnis, unsere Workspace für die Eclipse und das zuvor angelegte Backup des Webverzeichnisses. Zum Schluss werfen wir noch einen kleinen Blick auf unsere Shell. Hier können wir uns zum Beispiel selber Hallo sagen und sie auch gleich wieder verlassen. Das war's auch schon mit der kleinen Einführung in die virtuelle Maschine. Wir melden uns ab und fahren die virtuelle Maschine auch gleich wieder herunter.